Praktisch alle waren da, bis auf einen. Dancing-Star Stefan Petzner hat bei der großen Radio Wien Dancing Stars Party im Ballsaal Wien mit Abwesenheit geglänzt. Nicht zuletzt deshalb war neben Showtanzeinlagen und der Möglichkeit, mit den Profitänzern übers Parkett zu fegen, die strenge Wertung der Jury großes Thema. Sie sind Dancing-Stars und keine Dancing-Profis, haben das Tanzparkett bis vor wenigen Wochen teils nur vom Hörensagen gekannt und erbringen doch Woche für Woche erstaunliche Leistungen. Wie fair ist es da so hart zu kritisieren, haben sich gestern manche gefragt, auch angesichts jener, die nur ihre Vertretung geschickt haben. Ja, der ist leider heute zu Hause geblieben, jetzt muss ich halt allein mein Tanzbein schwingen. Das hat ihn gestern ein bisschen sehr mitgenommen und heute ist einmal ein bisschen Ruhe angesagt. Ich meine, wenn die Aliens uns jetzt hier angreifen, dann braucht er eigentlich nur seinen Tango vortanzen, dann hauen die von alleine ab. Es ist eine Unterhaltungsshow, es ist keine Tanzweltmeisterschaft, da kann man gerne woanders hingehen. Und jeder bemüht sich hier von uns, also unsere prominenten Tanzpartner und Partnerinnen eben. Und ja, also ich war gestern selber ein bisschen schockiert, muss ich sagen. Die Jury hat keinerlei Maßstäbe wie bei Turnierpaaren einer Weltmeisterschaft. Ganz im Gegenteil. Ja, wir sind da also sehr vorsichtig und geben gute Kommentare zu Leistungen, die eigentlich in Bezug auf eine Weltmeisterschaft in der Vorrunde scheitern würden. Ja? Es war eher erschreckend, also manche Momente fand ich erschreckend. Und ich habe das Gefühl, die Menschen wählen sie weiter, weil sie vielleicht leiden sehen wollen, ich weiß es nicht. An sich Wertung okay, aber der Ton müsste oder könnte ein bisschen freundlicher sein. Ich kann das nicht bewerten, es tut mir leid. Ich bewerte das einfach nicht. Es war kein Tanz, es gibt keine Wertung. Das mit dieser Nichtwertung des Tanzes von Carina kann ich nicht gutieren, weil das entspricht nicht den Regeln. Ja, aber es war einfach kein gutes Tanzen und das muss man dann auch akzeptieren. Und was vielleicht alle irgendwann akzeptieren sollten, ist die Tatsache, dass das Ganze ja im Endeffekt nichts anderes ist als ein Gesellschaftsspiel.